jüngeren Fotima. Nicht Fatima, Fotima. Eure Taten. Ihr da. Hat die Hand der Reinheit euch zu mir geschickt? Ich brauche jemanden, der die Manifestation unterwerfen kann, die bei dieser Läuterung erscheinen könnte. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Euer natürlich. Reinheit in allen Dingen. Nehmt den Klang der Vesperglocke in eurem Geist auf. Und da hinten ist jetzt irgendjemand. Oh, Dynastias Bürde. Ihre Bürde offenbart sich. Und wie bei so vielen ist es eine Erinnerung an jemanden, den sie zu Lebzeiten nicht retten konnte. Sieht er aus wie ein Defias. Es ist vollbracht. Wie fühlst du dich? Leichter. Und klarer. Ihr seid eurem Aufstieg einen Schritt näher gekommen, Schwester. Ihr habt meinen Dank, Luna. Da hinten ist aber auch noch jemand. Verwundbare Aspirantin. Sind wir alle verloren? Selbst wenn ich falle, wird man mich nicht zurück nach Oribos bringen. Wir sind alle dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Es gibt keine Hoffnung mehr. So, ich soll sie jetzt aufmuntern. Was sagen wir denn? Wir stehen das gemeinsam durch. Ja, eure Welt endet. Das ist nicht sehr motivierend. Bin sicher, diese Dürre wird enden. Irgendwann. Ach komm, wir stehen das gemeinsam durch. Ich will mich nur erinnern. Ich darf mich nicht vom Prozess überwältigen lassen. Hab Dank. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da, wo meine Vergangenheit war, ist jetzt nur noch ein Loch. Soll sich das wirklich so anfühlen? Das ist alles ein Teil des Prozesses. Ihr werdet euch wieder erholen. Vertraut auf das, was ihr gelernt habt. Es hat euch immer, sehr immer gute Dienste geleistet. Richtig. Was denken diese Aufgestiegenen, wer sie sind? Das finde ich jetzt ein bisschen schwieriger. Das ist alles ein Teil des Prozesses. Ihr werdet euch wieder erholen. Ist ermutigend und vertraut auf das, was ihr gelernt habt. Es hat euch bisher immer gute Dienste geleistet. Ist eigentlich beides ganz gut. Ach komm, vertraut auf. Darf nicht vergessen. Ich spüre etwas emporsteigen. Habe sie verloren. Okay, das war die falsche Antwort. Ich muss es dem Paragon berichten. Dann wäre es doch das andere gewesen, dass es Teil des Prozesses ist. Ich gehöre hier nicht mehr her. Lebt wohl. Die hat jetzt auch so eine dunkle Haut. Bei der habe ich es mir verkackt, hä? Aber es ist wohl egal, ob ich es schaffe oder nicht. Kriegt da trotzdem. Gibt es keine Hoffnung? Dem Aspiranten steht die Wut ins Gesicht geschrieben. Es muss einen Weg geben, diesen Ritus zu bestehen. Es muss doch irgendwie gehen. Das ist alles ein Teil des Prozesses. Ihr werdet euch wiederholen. Okay, das hatten die. Vertraut auf das, was ihr gelernt habt. Und haltet euch. Das ist quasi das Gleiche. Nur eine andere Ursache. Dann machen wir doch mal hier. Vertraut auf das, was ihr gelernt habt. Ich muss nachdenken. Genau, das muss ich hören. Danke. Ach, schön. Müssen hier überall das rumlaufen. Ist gut gelaufen. Jedenfalls besser als meine letzte Läuterung. Okay, sagt er das jetzt jedes Mal? Das kann nicht richtig sein. Sie kommt einfach immer wieder, diese Erinnerung. Wieder und wieder und wieder. Ihr habt wahrscheinlich recht, gebt einfach auf. Nee, jeder hier durchlebt dasselbe wie ihr. Ihr werdet es überstehen. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Ja, komm. So sei es. Danke, ich werde es noch einmal versuchen. Sehr schön. Das sieht auch ungesund aus hier. Sind wir alle verloren? Ich kann es nicht, das ist zu schwer. Ich werde sicher untergehen, bevor ich dieses Ritual abschließe. Ja, wahrscheinlich recht. Gebt einfach auf.
Jeder hier durchlebt dasselbe wie ihr. Ihr werdet es überstehen. Ihr schafft das, ich glaube an euch. So allein. Alles tut weh. Ich hätte das andere nehmen müssen. Das mittlere. Bitte lasst nicht zu, dass es sich oder andere verletzen. Ich muss das sofort melden. Ich werde ihrem Pfad nicht folgen. Nie wieder. Oh, die sehen aber dann auch richtig gleich richtig böse aus irgendwie. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Aufgestiegenen beobachten mich und warten. Sie warten. Enttäusche ich ihre Erwartungen? Oder sind sie von mir enttäuscht? Und hofft auf das, was ihr gelernt habt? Ja, komm. Darf nicht vergessen. Oh, er sieht immerhin schon mal ganz... Ah, es tut weh. Na gut. Die Frage ist, ob man bei jedem... Wenn man die richtige Antwort anklickt... Jeden retten könnte. Jeden zum Guten. Ich werde auf die Probe gestellt und habe versagt. Ich werde dem Pfad nicht länger folgen. Bitte, helft mir. Es war schon schwierig, bevor die Anima verschwand. Jetzt ist es unmöglich. Die Aspirantin starrt wehmütig nach oben. Unmöglich! Wir stehen das gemeinsam ich durch. Ich muss nachdenken. Na, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Ja, habt euch doch mal alle nicht so. Das ist ja furchtbar hier. Kriegen das schon alle hin. Von blöd rumliegen wird natürlich nichts. Gibt es keine Hoffnung? Selbst wenn ich diese Prüfung überstehe, wird es keine Aufgestiegenen mehr geben. Ich werde auf ewig dazu verdammt sein, in diesem Tempel zu vergehen. Ja, komm, wir stehen es auch gemeinsam durch. Ich spüre etwas emporsteigen. Ich kann nicht loslassen. Oh nein, ich muss den Paragon informieren. Okay, wie viel müssen wir denn noch? 3. Das kann nicht richtig sein. Das ist jetzt nochmal dasselbe. Jetzt sage ich was anderes. Das war ja nicht aufbauend genug. Ich bin dir sicher, die Dürre wird enden. Warum muss ich das tun? Ja, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Okay. Das war die richtige Antwort. Obwohl ich die nicht so sehr motivierend finde. Helene. Entblößt eure Seele für mich. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Ich bin gerade dabei, diesen Akolyten zu unterstützen. Er hat diesen Tag erwählt, um über die angenehmen Dinge nachzusinnen. Über die angenehmen? Vielleicht kann ich euch währenddessen etwas über den Läuterungsprozess erzählen. Was meint ihr? Sagt mir, wie ich helfen kann. Für euch ist es noch nicht Zeit. Danke, Luna. Ich denke, diese Erfahrung dürfte euch... dürfte auch auf euch erleuchtend gewirkt haben. Ihr werdet sehen, dass nicht alle Erinnerungen, die uns zurückhalten, gewalttätiger Natur sind. Ah, guckt mal an. Also bürdig sieht es gar nicht aus. Ah, ich verstehe. Die Bande der Verwandtschaft sind wahrlich stark. Eine leichte Berührung wird diese Bilder auflösen, Luna. Noch stärker sind die im Krieg geschmiedeten Bande. Dieser Akolyt hat in einem schweren Konflikt an der Seite seines Volkes gekämpft. Am allerstärksten sind die Familienbande. Sie sind sehr schwer zu vergessen. Und da gibt es dann auch so ein paar Verschnurzelte. Ich kann nicht. Ah. Nur noch ein wenig tiefer. Oh. Er kämpft die Kontrolle zurück. Akolyt. Schnell, Luna. Verbannt diese Erinnerungen. Okay, hätte ich das schon vorher machen müssen. Das erinnert mich auch sehr an eine vergangene Quest. Wahrscheinlich sind das so die Eltern, Tanten, Brüder, Schwestern, vielleicht die, die alle schon, die gefallen sind. Und er ist war nur noch übrig am Schluss, könnte ja sein. Der fährt hier in der Gegend rum. Jetzt ist es besser. Ganz ruhig. Wir werden es später erneut versuchen.
Seid ihr noch bei uns? Ich denke ja. Ruht euch nun aus. Ihr musstet gerade viel durchstehen. Naja, also ich musste das ja nur einmal machen und hatte es dann wohl geschafft. Aber wenn die da ein paar Mal durch müssen, verstehe ich das schon, wenn die dann zweifeln. Bitte, helft mir. Okay, der hat wieder das mit dem Loch. Ja, das ist alles bitte, Teil eines Prozesses. Danke. Ich werde es nochmal versuchen. Was ist aber denn da hinten für einen Tempel? Bestimmt nachher auch noch irgendwas. Sieht so bedeutsam aus. Aber im Moment noch ein bisschen leer. Ah, da ist wieder so eine Lampe. Oh, und welche, die wir ermutigen können. Guck mal. Ich spüre Zweifel. Fühle, wie mein Selbst dahin schwindet. Ich will nichts mehr, als es festzuhalten. Aber sie sagen, ich muss weitermachen. Sind sie zu blind, um zu sehen, was mit uns passiert? Ach, Prozess. Warum muss ich das tun? Ich kann nicht loslassen. Aber nicht so gut. Ach, ich könnte ja eigentlich mal meinen Pfeil testen. Mal gespannt, ob ich da... Ah, jetzt auf einmal ist hier ganz voll. Beziehungsweise steht die Aridia da. Was beunruhigt euch? Euer Dienst wurde zur Kenntnis genommen. Danke. Der Tempel kann euch Frieden bringen, wenn ihr ihn lasst. Gern geschehen. Wir laufen jetzt noch ein Stückchen hier rüber. Das sieht halt alles wahnsinnig gleichförmig aus hier. So, siehst du eine Ecke, kennst du alle anderen Ecken, oder? Ich lasse mich gerne überraschen, aber im Moment. Das ist schon ein bisschen... Bisschen eintönig, wie so aus einem Baukasten zusammengesetzt. Guckt euch mal diese riesige Glocke an. Wappnet euch, eure Bürde ist tief vergraben. Eure Taten eilen euch voraus. Der mächtige Klang der Vesperglocke wird sie hervorbringen. Hier soll ich mich jetzt wieder läutern lassen? Lalala, tralala. Und? Was kommt? Ihr wart machtlos, bevor ihr mich traft. Und ihr seid es immer noch. Ich bin machtlos. So lange habe ich mich in diesem Tempel gequält und wofür? Schluss damit. Ich werde den Pfad nicht weiter bestreiten. Warum? Warum habt ihr nicht gekämpft? Schaut euch um, Jüngerin. Früher oder später sind wir alle zum Scheitern verdammt. Das kann ich nicht glauben. Geht. Loyalität erwartet euch, Akolytin. Ich muss das Paragon in Kenntnis setzen. Eine Akolytin zu verlieren und das am Ende ihrer Prüfungen. Danke. Es tut mir leid. Also so furchtbar hilfreich bin ich ja nicht. Es ist sehr durchwachsen, was hier passiert. Viele sind gefallen. Der Tempel der Loyalität bemüht sich nach Kräften, sie wieder auf den Weg zu bringen.
Er schleppt dir die Schriftfohlen. Mir scheint, unser neuer Aspirant hat viel getan, euch zu stärken, Pelagos. Ich bin ganz Ohr. Ihr habt euch diese Aufgabe geschickt angenommen. Ihr habt meinen Dank. Geht und dient. Solange ihr hier und noch nicht von diesem, nennen wir es, Ekzem des Zweifels befallen seid, möchte ich euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ich habe einen der Jünger losgeschickt, um Berichten nachzugehen, dass die Gefallenen aus unserem Tempel fliehen. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie zum Tempel der Loyalität gebracht werden. Jünger Nikolon ist noch nicht zurückgekehrt. Sollte er sich in der Nähe befinden, müsste er an der Grenze unseres Tempels im Norden sein. Bitte besucht ihn und sorgt dafür, dass er nicht verletzt oder in Gefahr ist. Findet Jünger Nikolon. Bitte seht nach, ob es Nikolon gut geht. Verspätung ist untypisch für ihn. Okay, gucken wir mal. Wir sind halt wirklich noch nicht deutlich weitergekommen hier. Gebietstechnisch. Gehe ich jetzt Luftlinie? Mal gucken. Nee, der ist hier innerhalb. Also da darf ich hier nicht raus. Im hintersten Winkel. Oh, guckt mal. Es ist eure Wahl. Ihr wisst, wie ihr uns findet. Wer sei jetzt weggeflogen? Uta! Und ich hab's nicht gesehen, weil ich noch zu weit unten stand. Und dann habe ich nur irgendwas wegflattern sehen und dann... Uta! Stimmt, da gibt's ja dann welche. Oh ja, es gibt ja welche, dieser quasi, beziehungsweise eine, die überzeugt ist, dass was anders getan werden muss wie bisher. Irgend sowas war da. Ich erinnere mich dunkel. Wir werden es sowieso noch erfahren. Der Jünger scheint tief in Gedanken versunken zu sein und sieht euch nicht an. Ihr findet besser einen anderen Jüngern, Jünger Aspirantin. Ich kann euch nicht helfen. Eridia hat mich gebeten, euch aufzusuchen. Geht und dient. Eskortiert Jünger Nikolon zu Eridia. Läuft er von alleine los? Kommt, ich muss mit Eridia reden. Er läuft wenigstens flott und nicht so lahm. Aber ich glaube einfach deswegen, weil die... Was ihr da gesehen habt, ich bin nicht der einzig Unzufriedene. Die Strecke ist halt recht lang. Seht euch doch nur diesen Tempel an. All diese Aspiranten. Ihr Leid. Ja. Irgendwie soll es himmlisch wirken, aber ist es nicht. Ich ertrage diesen Anblick nicht. Das wären eigentlich meine Viecher gewesen, ne? Nicht von der Hexe. Die sind tot, du kannst weiter. Meine eigenen Zweifel wachsen. Ich muss mich im Tempel der Loyalität melden. Wir wollten aber eigentlich... Hallo? Wir wollten in die andere Richtung. Guck mal, der Questpfeil. Ich werde hier gebraucht. Ja, genau. Ich muss stark sein. Los, andere Richtung. Eridia, sie kann mir helfen. Sie lässt mich nicht fallen. Genau. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder so Dinger. Und läuft er wieder zurück. Nein, ich kann nicht. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Was ist das? Wie ein Gefühl. Nein! Guck, ist schon weg. Kannst weiterlaufen. Auf geht's, komm.
sie kann mich retten. Sie kann mich retten! Genau. Oder auch nicht. Ich glaube, da wird es schon noch zu einer Wendung kommen. Jünger, stimmt etwas nicht? Was beunruhigt euch? Ihr werdet Zeuge in höchst ungewöhnlicher Umstände, sterbliches Wesen. Lasst euch davon nicht verstören. Wir brauchen in diesen dunklen Zeiten alle bei klarem Verstand. Ich habe gesehen, wie Uther mit Jünger Nikolon gesprochen hat. Naja, mehr gehört als gesehen. Uther? Der Name kommt mir bekannt vor. Vielleicht der Aspirant, den Devos unter ihre Fittiche nahm. Seltsam, dass ihr ihn wiedererkannt habt. Wahrscheinlich, weil er aus eurer Welt stammt. Oh ja, und dort Rang und Namen hat. Bringen, wenn ihr ihn lasst. Vielen Dank, dass ihr ihn zurückgebracht habt, Luna. Es geht ihm viel schlechter, als irgendjemand von uns hier vermutet hätte. Ihr bekommt einen Hüftgurt. Dieser Jünger. So viel Emotion. Erija starrt Nikolon lange an. Aufgestiegene bedürfen nur selten einer so gründlichen Läuterung. Aber ich kann das Offensichtliche nicht abstreiten. Dieser Jünger wird fallen, wenn ich ihn nicht einschreite. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Kommt, ich werde euch anleiten. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Unterstützt Eridia bei der Läuterung von Jünger Nikolon. Die Zeit mildert alle Helagos. Passt auf die Provosten auf. Kommt, befreien wir den Jünger von seinem Schmerz. Danke, danke. Hier? Ah ja, da ist die Glocke. War ja irgendwie alles schon ziemlich dogmatisch, oder? Wir fangen an, wenn ihr bereit seid. Das heißt, ich gebe den Startschuss. Ich bin ganz Ohr. Eine dermaßen heftige Läuterung erfordert womöglich den Einsatz eurer kämpferischen Fähigkeiten. Seid ihr bereit? Warum wird Pelagus so ausgeschlossen? Er ist empfindlicher als viele andere. Wenn es um die Läuterung geht, ich will nicht, dass er vom Pfad abkommt. Was wir jetzt tun, wird womöglich nicht schön anzusehen sein. Aber ihr macht mir den Eindruck, es könne euch nicht so leicht erschüttern. Okay, ich verstehe. Dann sind wir bereit. Geht und dient. Ihr kennt das Ritual, Jünger. Öffnet euren Geist. Möge die Vesper ihn läutern. Ja gut, ich... Warum tut das weh? Ja, weil das Ekelzeug ist, was aus dir raus schlubbert. Unwissenheit, nein, Ungewissheit. Bleib kommt bestimmt durch. Noch was Größeres. Vertraut auf den Prozess. Wie soll ich dem Prozess vertrauen, der unsere Aspiranten zu Staub zermalt? Misstrauen. Es gibt für euch nur einen Weg, Jünger. Und zwar vorwärts. Durch diesen Schmerz. Wie ertragt ihr das? Fettes. Wie könnt ihr sie ungerührt leiden sehen? Ach, es wird immer einer weniger. Dafür werden sie immer ein bisschen fetter. Unser Glaube bindet uns alle. Dieser Pfad ist uns bestimmt. Wir werden fallen. Wir alle. Dieser Pfad führt ins Verderben. Oh, Nikolons Verzweiflung. Nimm das.
Ich kann sie nicht retten. Nicht einmal mich selbst. Nikolan. Oh nein, er ist dunkel geworden. Gefallen. Jetzt haben wir so feste gekämpft. Der Jünger atmet schwer. Das ist... Ich bin... Geht es euch gut? Wenn das wirklich der einzige Weg ist, dann werde ich einen anderen finden. Klingt paradox. Ich kann euch nicht helfen. Aber vielleicht der Tempel der Loyalität. Es ist schon zu spät. Sie kommen. Und ich werde an ihrer Seite stehen. Das klingt zunächst wie eine Gefahr. Also so die dunkle Seite der Macht oder so. Legt eure Bürden vor mir. Ich verstehe nicht ganz, an ihrer Seite? Eridia reißt die Augen auf. Nein, das ist unmöglich. Was ist? Stimmt etwas nicht? Nichts. Doch, sie weiß was. Eridia, die Schütze. Sie... Verschmähte! Der Tempel ist unser! Diese Stimme... Nein. Nein, das kann nicht sein! Das heißt, sie kennen sich. Oh, jetzt haben wir einen Ra hier. Das heißt, es ist jetzt... Ja, genau. Es ist jetzt hier quasi... Land unter und alles wird überfallen. Okay. Und das ist wahrscheinlich jetzt das Gebiet, wie es dann immer sein wird. Ich bin ganz Ohr. Eridia umklammert ihren Hammer mit weißen Fingerknöcheln. Wieso sind das so viele? Der Tempel kann euch Frieden bringen. Diese ganzen verwundbaren Aspiranten, all die Aufgestiegenen, die wir zum Tempel der Loyalität geschickt haben. Ist das aus ihnen geworden? Sie müssen ihren Verstand verloren haben, diesen Tempel anzugreifen. Wir sind nicht ihre Feinde, sondern nur... Eridia verstummt, als sie zum Tempel starrt. Eine einzige Träne läuft über ihre Wange. Die Glocken, dieser Lärm. Jemand hat ihren Klang verdorben. Wenn dieser schreckliche Lärm nicht aufhört, ist es aus mit uns. Eridia drückt euch ihren Hammer in die Hand. Was, das Riesending? Findet die großen Vesperglocken im Tempel und schlagt sie mit meinem Hammer an. Möge der reine Klang des Hammers ihnen ihre wahre Stimme zurückgeben. Ich werde auf ihr himmlisches Läuten warten. Dann treffen wir uns bei der Brücke. Und beeilt euch! Läutert die Vesperglocke der Reinheit und die Vesperglocke der Harmonie. Nikolon war nicht allein. Eridia blickt mit finsterer Miene über die Tempelanlage. Seit langer Zeit schon gebe ich alles für die Aspiranten in meiner Obhut. Seit langer Zeit habe ich für meinen Paragon über diesen Tempel gewacht. Dass so viele gefallen sind, ganz allein, ist wirklich ein schwerer Schlag. Aber diese mutwillige Zerstörung, das muss ein Ende haben. Ihr seid mein Zorn, Luna. Meine strafende Hand. Geht, vernichtet sie, jeden Einzelnen. Ich muss mich um jene kümmern, die noch übrig sind. Das ist meine oberste Pflicht. Sobald der Weg frei ist, treffen wir uns in der Nähe der Brücke. Läutert den Tempel der Reinheit, indem ihr Feinde vernichtet. Geht und dient. Okay, vielleicht auch den Boss da unten. Oh, da ist noch eine Quest.
Kann ich bei eurer Meditation Luna, helfen? Ihr seid wohl auf. Wie schön. Viele der Aufgestiegenen, die einst an diesen Ort kamen, um zu dienen, haben uns verraten. Sich voll und ganz von allen abzuwenden, für das die Kyrianer stehen, ist einfach unvorstellbar. Der Akolyt legt einen schweren Speer in eure Hände. Dieses Werkzeug kam bis heute nur selten zum Einsatz. Sein einziger Zweck besteht darin, jene, die er berührt, zu einem Moment der Reflexion zu inspirieren und ihnen so vor Augen zu führen, dass sie vom rechten Weg abgekommen sind. Sollten sie aber weiter an ihrem Irrweg festhalten, ist alle Hoffnung für sie verloren. Dann müssen sie sterben, tötet drei Aufgestiegene der Verschmähten. Ich werde hierüber nachdenken. Was ist denn das immer? Ist das das hier? Seeleninvasion? Das hat immer so ange... Erst die Sicht etwas vernebelt. Boah, ich habe jetzt nur 6% gekriegt dadurch. Das heißt pro Kill 1. Oh nein, jetzt sind hier die Wächter alle platt. Muss wohl so sein. Ich geh mal an die gelben Punkte erst. Ah, das sind dann die Glocken, okay. Ich hoffe, es gibt irgendwas, was dann mehr gibt als die Kills. Der Speer, der schwächt ein Elite-Ziel. Das heißt, die drei, die wir da töten müssen. Ah, ist ja schon einer. Können wir den noch irgendwie retten? Nö. Alles nur so graues, langweiliges Zeug. Nee, wo ist er jetzt? Ach, der läuft hier immer hin und her. Aber wir können den Speer nicht werfen, wenn wir infight sind. Oder? Doch. Dann war das die Glocke, die uns beduselt hat. Läuft er da hinten rum? Naja, dann machen wir erstmal die Glocke. Ich hoffe, dass der so ein paar Pünktchen mehr gibt als nur 1%. Der Elite. Wie komme ich denn da hoch? Lange Arme. Ah, den habe ich vorhin schon gesehen. Das ist doch so. Das ist. Irgendwie sowas wie eine Travel-Form vom... der andere. Zirschku. Okay, da gibt's 10. Immerhin. Und der ist ziemlich easy-peasy, also es lohnt tatsächlich mehr, diese Elites zu machen. Okay, wir waren jetzt zu zweit. Aber trotzdem. Oh, da ist eine Kiste. Oder irgendein Schatz. Ähnlich wie in Pandaria. Da waren die Schätze auch nicht immer nur Kisten, die man überall suchen musste, sondern tatsächlich Gegenstände. Was ist denn hier mit euch? Die auch befreien? Ja. Hier, stark, bitte schützen! Ah, Hilfe! Kommen die jetzt mit? Helfen uns? Oh, sogar mit Herzchen. Ah, Hilfe! Ja, wieso bin ich jetzt... Wieso sehe ich jetzt so aus? Was ist denn das? Ach, das ist der Schatz? Vesperglocke der Tugenden. Vesper.
Da ist tatsächlich eine Glocke drin. Benutzen spielt dieses Instrument der Bastion, was die Leistung und Stimmung verbündeter Spielcharaktere erhöht, während sie sich im Freien in den Schattenlanden befinden. Ihr könnt nur ein Instrument der Bastion gleichzeitig halten. Ehrlich, ich mag so Items nicht, die das Gepäck so vollmüllen. Schätze der Bastion. Dung, dung, dung. Und dann habe ich... Ihr seid von der Musik der Bastion inspiriert, was euch regelmäßig heilt und eure Laune verbessert. Also Heilung ist ja schon immer gut. Ich mache erstmal die Elite. Die lohnt sich mehr. Was der? Nö, nee, ist auch normale Elite. Da war doch vorhin irgendwo ein Ra. Hat schon jemand umgehauen? Oh, jetzt kommen aber viele hier. Die sind aber auch schnell platt. Läuft da auch ein... Oder ist nur der, der fliegt? Da oben. Zack. Einmal Speer zur Schwächung. Aber er ist trotzdem noch Elite. Oft war es ja schon so, dass wenn man dann so einen hatte, den man geschwächt hat, einfach das Elite-Tech wegging. Auch in diese Glocke, dann machen wir den doch platt hier. Oh, da gibt es eine Quest. Eine Schriftrolle. Oh, ich habe mal wieder ein Echo der Sterblichkeit gefunden. Aber nur eins. Ich habe schon 2-1. Da müssen wir vorhin schon mal welche gefunden haben, wo ich es nicht gesehen habe. Ich inzwischen 15 habe. So, da hinten schwebt noch so ein Fett darum. Die Runen der Schriftrolle verändern sich, als ihr versucht, sie zu lesen. Auf dem ersten Blick sieht alles nach unleserlichem Kauderwelsch aus. Ähnliche Schriftrollen sind überall im Tempel der Reinheit aufgetaucht. Eridia ist an ihnen bestimmt sehr interessiert. Sammelt 6 dunkle Predigten. Liebe Kyrianer, hört mich an! Wir haben zu lange unter dem Joch der Auslöschung gelitten. Okay, weiter geht's nicht. Da ist eine. Mit Eridia sprechen wir, wenn wir hier fertig sind. Wir müssten alles aufgeben, um einem größeren Ziel zu dienen. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an... Runa? Das ist ja auch ein bisschen so. Ihr müsst für das größere Ziel alles machen, was wir euch sagen.
schon krass. Stimmt schon. Wie leicht die Menschen im Grunde zu manipulieren sind. Man muss ihnen nur scheinbar plausible Gründe sagen. Sagen wir aber auch alle. Nee, Predigen brauchen wir noch. Ich wollte gerade sagen, alle Quests erledigt, aber wir brauchen ja noch die Schriften. Die Verschmähten möchten, dass ihr eure Erinnerungen behaltet. Oh, ist dieses Ausmerzen auf böse Erinnerungen also gar nicht so verwünscht, so erwünscht? Meine, ja klar, es ist halt, es gehört auch zu einem, ne? Man leidet zwar teilweise, aber es gehört doch zu einem und zur eigenen Vergangenheit. Ich stelle mich, glaube ich, mal tot. Ich habe die nicht erwischt. Da muss ich die platt machen. Wir sind als Befreier hier und bieten einen anderen Weg. Bin gespannt. Das hat da oben wohl auch noch Schriftrollen. Da hinten ist eine. Lasst ab und findet in uns Freude. Wehrt euch und wir fegen euch beiseite. Oh, so viele. Oh, jetzt bin ich auch noch verängstigt. So, jetzt sind sie aber alle in meinen Pets dran. Ja, das war schon ein bisschen mutig hier, so in der Gegend herumzurennen. Eine neue Ordnung beginnt. Entscheidet, wo ihr steht. Ja. Erzählt mir eure Sorgen. Ich habe ihr Ende gesehen. Das ist mehr, als sie verdient haben. Bei der Gnade Visiphones. Was beunruhigt euch? Diese ganzen verwundbaren Aspiranten. All die Aufgestiegenen, die wir zum Tempel der Loyalität geschickt haben. Ist das aus ihnen geworden? Sie müssen ihren Verstand verloren haben, diesen Tempel anzugreifen. Wir sind nicht ihre Feinde, sondern nur... Iridia verstummt, als sie zum Tempel starrt. Eine einzige Träne läuft über ihre Wange. Das ist gleich hier wie vorhin. Aber irgendwie bruchstückhafter, oder? Endlich erklingen sie wieder wie früher. Das ist wie Balsam für meine Seele. Nur die lauteste Stimme ist noch nicht verstummt.
Wir müssen sie zum Schweigen bringen, bevor sie alles zerstört, was uns lieb und teuer ist. Der Tempel kann euch Frieden bringen, wenn ihr ihn lasst. Manche Schandflecken muss man mit Gewalt entfernen. Geht und dient. Wir müssen den Tempel beschützen, Luna. Die Predigten, eine Zusammenstellung der Werte und Ziele der Verschmähten. Diese Worte, diese Stimme. Woher kenne ich diese Stimme? Die Zeit mildert alle Bürden. Mein Herz ist voller Angst. Wenn es wirklich Lisonia ist, die sich jetzt anführt. Nein, wichtig ist, dass wir die großen Vesperglocken wiederherstellen. Solange ihre mächtigen Stimmen verderbt sind, werden alle diese hören genauso leiden wie dieser Tempel. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die ganze Bastion unterliegt. Zweifellos werden sie versuchen, euch aufzuhalten. Ich werde ihren Anführer so lange wie möglich ablenken. Sollte ich nicht überleben, mein Jünger wird euch wohlbehalten von hier wegbringen. Geht und dient. Oh, das klingt nicht gut. Beiseite. Ich muss mit eurer Anführerin reden. Wir werden euch unbeschadet passieren lassen. Vorerst. Die waren gerade noch rot, jetzt sind sie orange. Claire, bringt die anderen in Sicherheit. Los! Muss ich jetzt hinterher? Spitze der Reinheit. Aber die sind... Die sehen aggro aus, aber sie lassen mich durch. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Euch erkenne ich überall. Hand der Loyalität. Wir haben euren Tempel erobert. Euer Paragon wird bald ihr Ende finden. Schließt euch mir an und wir fliegen wieder gemeinsam. Niemals. So sei es. Die Verschmähten werden obsiegen. Zu mir. Cosmas? Was beunruhigt euch? Die Zeit drängt, wenn wir eingreifen wollen. Seid ihr bereit zu fliegen? Ich bin bereit. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ich habe eine Idee. Festhalten. Wir sind in Unterzahl. Die verderbten Stimmen der Vesperglocken ermächtigen sie. Ich kann nicht gegen alle kämpfen, aber vielleicht können wir die Vespern wiederherstellen, solange sie abgelenkt sind. Ich will euch nicht töten, mein Seelenband. Aber wenn ihr mich zwingt... Warum tut ihr das? Ihr kennt den Grund. Ihr müsst nur die Wahrheit akzeptieren. Ich halte die Verschmähten in Schach. Läutert die Glocken mit meinem Hammer. Lasst ihre mächtigen Stimmen erklingen. Wie der mich da festhält. Welche Wahrheit könnte jemals ein solches Massaker rechtfertigen? Wir alle mussten wegen eures Tempels 1000 kleine Tode sterben, Eridia. Der Prozess der Läuterung ist absichtlich nicht einfach. Aber er macht uns besser. Er hat auch euch besser gemacht. Brauche ich da ein Ziel? Ah, okay, nur da ist noch ein... Bleibt konzentriert. Der Cooldown ist halt so ewig lang. Und doch kann ich mich nicht an mein Leben erinnern. Oder meine Familie. Wir müssen vergessen, um die Seelen ohne Urteil zu leiten. Das wisst ihr. Der Pfad ist falsch. Und dennoch folgt ihr ihm blind. Ich werde euch die Augen öffnen. Es gibt noch Rettung für euch, Lysonia. Haltet ein. Wir sind noch nicht fertig. Wartet. Das ist halt der Problem. Ihr könnt sie nicht mehr retten.
Sie hat die Wahrheit erkannt. Persephone. Das ist halt das Problem, dass das ist ja klar gut gemeint, wenn man das Ganze, was einen so anlastet, vergisst. Und dann hat man eigentlich keine Sorgen mehr. Zumindest das, was die Vergangenheit betrifft. Aber hat man das Recht dazu? Manche wollen das vielleicht behalten. Beschäftigt euch etwas? Unser Kampf ist noch nicht vorbei, Luna. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lysonia hat Eridia so weit geschwächt, dass sie fallen könnte. Unser Paragon wird alles tun, was ihr möglich ist, aber wir müssen einschreiten. Wir werden Lysonia herausfordern und Eridia vielleicht etwas mehr Zeit verschaffen. Diese sogenannte Hand des Zweifels wird kein leichter Gegner sein. Seid bereit, Luna. Besiegt Lysonia, Hand des Zweifels. Auf ewig im Dienst. Ich stehe euch bei, natürlich. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Oh, die ist ja schon fast hinüber. Jetzt bräuchten wir nochmal diesen Speer, ne? Das Paragon muss sterben! Ihr werdet euch nicht einmischen! Unser Reich liegt in Trümmern! Die Verschmähten werden uns befreien! Möge der Schlund euch alle verschlingen! Bringen wir es nun zu Ende! Boah, ich finde es immer gemein, wenn man nichts mehr tun kann. Das kann nicht sein. Müssen wir dazu gucken. Ihr wart dumm, die Macht eines Paragons herauszufordern. Ich werde eure Wahrheit kennen. Das ist, glaube ich, mächtiger, oder? Eure Stunde wird noch schlagen. Das hier hat erst begonnen. Was ist das? Das ist ein Echo ihrer tiefsten Erinnerungen. So erfahren wir den Grund für ihren Verrat. Ich bin ganz Ohr. Dass ihr euch uns jetzt an der Schwelle dieses Verrats anschließt, ist eigenartig. Das Paragon der Reinheit mustert euch mit durchdringendem Blick. Ihr habt euch gut geschlagen. Die Archon wird noch heute von eurem Beitrag erfahren. Ich kann jetzt aussuchen zwischen Armbrust und Speer. Okay. Dann wohl die Armbrust. Keine Würde wird ewig. Spürt ihr das, Luna? Die kalte Hand, die sich um euren Hals schließt? Das Flattern in der Magengegend? Es ist die Berührung des Schlunds. Das ist so sicher wie der Wille der Archon. Ich weiß nicht, wie Lysonia diese Macht erlangt hat, doch wir müssen uns beeilen. Ich werde die Archon da drüben in Kenntnis setzen, was sich ihr zugetragen hat. Ihr werdet handeln, wo meine Hand es nicht konnte. Ich erkläre es euch unterwegs. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, den Tempel zu verlassen. Fliegt mit Persephone zur Reflexion der Reinheit. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr, ne? Legt ab eure Bürden. Die Sachen sind alle... Okay, dann fliegen wir mal. Sie ist so riesig, dass ihr Kopf abgeschnitten ist. Da kann man nichts machen? Nee. Oder? Geht und dient. Nee, leider nicht. Lebt wohl. Meine Hand. Ihr müsst hier bleiben, bis ihr euch erholt habt. Ich werde zu euch zurückkehren. Ja, mein Paragon. Immerhin lebt sie noch. Ich habe ja echt gedacht, die geht drauf. Lysonias Essenz wurde vom Schlund entstellt. Wir müssen verstehen, was hier passiert ist. Wie die uns immer packen hier. Das hätten wir doch bestimmt ein bisschen schöner machen können, oder? Bringt dieses Fragment zum Gedächtnisraum, wo wir die Erinnerungen aller Kyrianer verwahren. Mit etwas Glück führen uns Lysonias Erinnerungen zu den benötigten Antworten. Ich berichte der Archon, was hier geschehen ist, und Wiedergutmachung für die Gefallenen ersuchen.
Ach, gepriesen sei die Archon. Der Champion ist unversehrt. Clea, geht mit zu den Archiven. Ich muss zur Elysischen Feste fliegen. Meine Jünger werden hier gebraucht. Und ich muss sofort die Archon informieren. Geht und dient. Und zwar schnell. Es wird geschehen, Paragon. Die Dürre hält sich hartnäckig. Und sie ist heute keine ruhige Minute vergönnt, oder? Clea richtet einen argwöhnischen Blick auf das Fragment. Ich werde aufsteigen. Oh, ich bin sehr gespannt. Fragment, okay. Was wir da erfahren. Aber nicht mehr heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen bis hierher. Und bis zum nächsten Mal.